begrüße euch total und recht herzlich mal zu einer sogenannten Sondersendung. Ihr werdet gleich merken, durch verschiedene Perspektiven des Ganzen kommt da eine ganz andere Sendung zustande. Wir sind ja aus der Werbebranche, wir machen an sich Werbung. Ich stelle mir gerade so vor, wenn es eine Werbesendung gäbe für Star Wars Figuren. Ich werde gleich einfach mal so in die Rolle des Verkäufers springen. Leite es jetzt aber erstmal ein bisschen ein. Ich begrüße euch total recht herzlich zu einem Wahnsinnswochenende. Einige haben Sonne, einige nicht. Einige genießen und einige genießen nicht. Aber dieses Wochenende war im Legoland mal wieder richtig was los. Die Paraden waren da wieder abgehalten. Es liefen dort sehr viele Trooper, Imperialisten, Rebellen etc. herum. Es wurde zur Belustigung des Legolandes wieder einiges geboten. Vom 15. bis zum 18.06. So, gleich wenn ich hier diesen Spürkes mache, werde zwei Spürkes machen. Zwei. Weil eine ist exklusiv für jemanden hinten gleich im Greenback Studio. Und zwar geht es dann um den Rivan. Den Darsteller Rivan, weil die Cosplay-Geschichte, die angedacht, die mir auch auf dem zugeschnitten, die über Cosplay gekauft und für Cosplayer in England geordert, aber leider irgendwo in China gemacht worden war. Passt irgendwie nicht richtig und diesbezüglich wird gleich ein Aufruf gestartet, weil da geht es dann halt um diese Cosplay-Geschichte Rivan. Ich würde sagen, bin immer Star Wars, habe auch wieder meinen Darth Maul, der ist immer als Unterkleid sozusagen dabei. Wochenende, dieses Wochenende im Juni vom 15. bis zum 18. war jetzt nicht so schön von der Witterung her etc. Aber wie gesagt, dort konnte man gut Cosplay tragen. Es war nicht so warm, weil viele Cosplay-Kostüme, da muss man wirklich Sachen einarbeiten, um Kühlung zu bekommen, eine sogenannte Kühlanlage mit einarbeiten oder Frischluft für den Helm, weil sonst ist es ein bisschen zu warm. Jeder weiß das, Cosplayer wissen es sowieso und für die normalen Zuschauer, für die normalen Fernsehzuschauer jetzt hier im Web-TV, die unsere Kunden sind. Da kommt jetzt der Gag. Der muss einfach sein. Den muss ich jetzt einfach auf den Weg bringen. Mal schauen, wie lustig ich es jetzt machen werde. Ja, Mama, Mama, warum hat der so viele Figuren an der Wand? Mama, warum hat der das? Ja, das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das muss ich jetzt einfach mal so bringen. Das hier ist ein richtiges Fachgeschäft, wo man in einem sogenannten Fachgeschäft, in einem Einzelwarenfachgeschäft der 50er Jahre, nannte man es mal Tante Emma, weil es ein Mischwarengeschäft war, wo gemischt eingekauft werden konnte, wo man kurz reinspringen konnte, sein Mehl holen. So fing das alles an mit dem Wort Klein- und Kleinsthandel. So, ich habe einige, die möchte ich jetzt auf diesem Wege auch fragen. Deswegen mache ich jetzt diesen Videoclip. Ob ihr auch schon bemerkt habt, wenn Jugendliche hineinkommen, ab 5, 6 bis höchstens 12, 13, 15, in eure Räumlichkeiten des Klein- und Kleinsthandels, wenn die dann so fragen, warum hast du so viele Figuren? Ja, warum haben wir denn so viele Figuren? Ja, warum steht denn hier der Kylo rum? Ja, warum steht er denn rum? Ja, wieso ist das denn so? Also nein. Ja, also doch. Ja, ist aber so. Hier sind ganz viele Figuren. Einzelfiguren sind hier. Natürlich auch Kabutia, die sind auch da. Manche sind so teuer im Einkauf, dass man sie schon gar nicht mehr verkaufen kann, weil durch das Online-Geschäft, das stimmt aber gar nicht. Das Online-Geschäft ist überhaupt nicht günstig, das Online-Geschäft ist überhaupt nicht billig, es ist gar nicht so. Es wird einfach nur online der Preis so tief gedrückt, ja, der Preis wird so tief gehandelt, damit der Klein- und Einzelhandel, Kleinsthandel kaputt geht. So sieht es aus. Man will da so Marktverdrängungsprinzipien machen. Wozu soll ich jetzt hier ein horrend führendes Geschäft, dieses Geschäft als Spielwaren und Schreibwaren, vor 60 Jahren gab es das hier, vor 60 Jahren nur Spielwaren, jedes Kind wusste, wo es hinzugehen hatte, Cowboy, Indianer, Püppchen, Einzelfiguren, in so, ne? Konnte man kaufen für 20, 30 Pfennig, so, das Wort Pfennig, komm,
Wir sprechen heute, aber ich muss etwas Politisches loswerden, Star Wars ist ja auch ein bisschen politisch, an alle Zuschauer, wirklich, das meine ich jetzt ernst, wir sind Adenauer-Kinder. Wir leben sozusagen in Stunde 0, 1948 kam die Stunde 0, 1950 die sogenannte Adenauer-Ära, CDU und CSU. Wir leben heute auch in CDU und CSU-Zeiten und zwischendurch der Herr Kohl, 16 Jahre, die Sendung wisst ihr, Herr Kohl ist jetzt gerade verstorben, deswegen kann man das alles mal so einfließen lassen in Star Wars, Herr der Ringe, Krieg der Sterne. So, Krieg der Sterne, 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre, 40 Jahre muss ich warten, du auch, wir alle, auf E8. Wir haben 40 Jahre gewartet, ja, 40 Jahre haben wir gewartet und haben wir jetzt endlich mal E8, die Episode 8 nach 40 Jahren. Nach 50 Jahren ist so gut wie alles vorbei, also wird schätzungsweise Star Wars ganz anders sein. Ja, worüber könnte man denn jetzt hier, also warum hat der so viele Figuren? Ich finde das wahnsinnswitzig. Ja doch, ich finde es witzig, weil es ist eh alles rückläufig, weil die meisten hier können sich das sowieso nicht leisten. Wir haben 6000 SGB-II-Kunden, ja, Spitzname Hartz IV. Ein Hartz IV kann sich nicht hier Grievous da für 1090 Euro leisten, kann er nicht. Aber wir bieten unseren Kunden, vor allen Dingen unseren Kleinstkunden und vor allen Dingen unseren großen Kunden, bieten wir ja an, dass sie das hier bestellen können. Sie können sich das anschauen, sie können sich den mal in die Hand, also sie können den in die Hand nehmen. Ich könnte jetzt auch so eine Verkaufssendung machen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke, dass Sie zugeschaltet haben. Hier heute im Angebot ein Nicht-Stormtrooper in der Vergangenheit, sondern einer der ersten Ordnung. Aus der ersten Ordnung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier in dem sogenannten Angebotsfernsehen, ja, schnappen Sie sich, das ist ein Schnapper. Den hauen wir heute raus zu einem sensationellen Preis. Der ist heiß. Oh ja, das wäre auch sowas, ne? Genial, das wäre doch super. Ich meine, der ist wunderbar verarbeitet, der Schuber ist schön. Bei uns geht es an sich darum, dass die Leute, wenn sie sowas kaufen, als Geschenk kaufen zum... aber die meisten haben überhaupt keine Ahnung. Die wissen überhaupt nicht, was sie da verschenke. Die wissen auch gar nicht, was das bedeutet, diese Figur irgendwie, die wollen nur einen Schnapperpreis. Kannst du mir das für einen Fünfer verkaufen? Also, natürlich kann ich es nicht für einen Fünfer verkaufen. Wer den Teufel tun, das auch zu machen. So ein gutes Stück, 49,95 war das. Amazon, was weiß ich. Kommen wir mal auf die Realität zurück. Amazon ist nicht so billig, wie jeder glaubt und online schon mal gar nicht. Das ist nur ein Zeitweil. Also in dem Moment, wo man es braucht, ist der Preis eh viel zu hoch. Ich habe sehr viele Anfragen bekommen. Ich versuche die in meiner Geburtstagssendung am 19.06. Also dieses ganze Wochenende werden jetzt Videoclips hochgefahren und wurden auch produziert, um ein gewisses Klientel mal anzusprechen, vor allem die Y-Generation, die nur mit Jugendlichen da arbeiten, von Jugendlichen für Jugendliche. Jetzt hier am Wochenende in Oberhausen war richtig was los. Das waren die sogenannten YouTube-Stars. Meiner einer wird wohl keiner werden, aber ist nicht so schlimm. Also waren so YouTube-Stars am Aquarium in Oberhausen und haben da getwittert und gechattet und Instagram und Facebook aufgerufen. Da kamen die alle angerannt. Ja, die Polizei musste da richtig die alle wieder nach Hause bringen. Ja, sowas gibt's auch. Also früher Rolling Stones oder Beatles haben hier 66 hier die Kruger auseinandergenommen. Ihr seid immer noch total recht herzlich hier. Willkommen beim Star Wars Film Figuren Cosplay Fan Stadt Essen Club. Wir sind ein Club, wir sind Film Figuren Cosplay Club im Star Wars Mantel. Manchmal frage ich mich auch, wenn die Leute dann hier reinkommen, die Star Wars Cosplay, die ihr gleich anschließend seht, nein, werdet ihr nicht sehen. Wir werden eine separate Sendung über Cosplay-Sachen gleich machen. Dieses hier wird jetzt nicht mit eingewoben werden. Es bleibt auch mit der Ankündigung und mit der Frage, wenn der Klein- und Kleinsthandel, also wenn wir versterben, wenn es uns irgendwann nicht mehr gibt, beruhigt euch, wir hier sind kein Einzelhandel. Wir sind Dienstleistung, wir sind Industrie 4.0, schon, alles okay. Wir brauchen das nicht, wir können das hier alles ganz schnell beiräumen und was anderes, das ist wurscht. Also die Figuren etc., muss ich jetzt einfach mal sagen, ist sekundär. Sekundär bedeutet, wir brauchen es nicht unbedingt, aber für die sogenannte Filmkulisse, für die Geschichte hier, brauchen wir das natürlich. Ne? Dann brauchen wir sowas.
Das macht viel Spaß. Ich könnte jetzt auch wieder diesen Verkaufssender da machen. Boah, ne? Leute, kaufen BW8, kriegt ihr im Sonderpreis hier bei uns sowieso. Also wer hier einkauft, kriegt eh alles zwischen 25% und 50% billiger. Das wäre der hier schon fast geschenkt. Der BW8, ne? Also nur hier vor Ort kann man Sonderpreise machen, das ist überhaupt kein Thema, aber online geht es nicht. Dieses ganze Hin- und Herschicken da ist doch im Preis, geht nicht, man kann ja nicht die Ware für einen Zehner und dann noch den Rest auch noch da drauf, Verpackung und so, das geht irgendwie nicht. Geht nicht. So, ihr seid einfach total recht herzlich willkommen, euch diese Püppchen hier anzuschauen. Ich habe euch gerade den etwas gehobenen erste Ordnung gezeigt. Jetzt zeige ich euch den hier. Ja, kann man also fahre ich nochmal hoch, zack, zack. Die kleinen Unterschiede hier, 6-inch, 6-inch. Ne? Einmal hier den in der besseren Verpackung und dann einmal in der 6-inch Verpackung. Also die Sendung kann man machen. Man kann über die Figuren philosophieren. Ihr seid trotzdem, wir suchen also händeringend noch. Wer Lust und Laune hat, es muss nicht sein. Es gibt hier keinen Muss. Es gibt keinen Zwang, es gibt keine Zensur. Ihr müsst hier nicht mitmachen. Keiner von euch muss mitmachen, keiner von euch wird gezwungen. Ihr könnt auch 30 Sekunden nur gucken, ihr könnt auch voll die gesamte Sendung euch anschauen. Der Spannungsbogen wird sicherlich gesetzt und wenn ich gute Laune habe, so wie jetzt, ich komme nämlich gerade mal wieder aus Düsseldorf, es wurde gerade wieder der Dyson verkauft, Verkaufsländer. Ich erkläre euch das, das ist kein Thema. So, wie gesagt, hin und wieder habe ich auch so Lust, so eine Star Wars Sendung zu machen. Dann Sachen zu verkaufen, hey Leute, so ein Verkaufssender, ne? So ein Star Wars Verkaufssender, wo man dann die Figuren zeigt, also manchmal, wenn ich das so alles so beobachte und die versuchen hier die Figuren rauszuhauen, auch den Kylo rauszuhauen, die Verpackung, wisst ihr ja, ne? Da wird immer über die Verpackung gesprochen, wie toll die ist, ihr bekommt diese Verpackung mit dem Kylo und den gut verarbeiteten Helm von Darth Vader zum Vorzugspreis von 49,95. Ja, also ihr müsst natürlich diesen Verkaufssender von Star Wars, müsst ihr natürlich einschalten. Gut, dass ihr mal kurz angehalten habt. Gut, war natürlich Spaß. Ist klar, aber Lust hätte ich schon, ich hätte schon Lust dazu, irgendwas Witziges zu machen. So einen witzigen Verkaufssender oder so. Also da habe ich was. Diese Figur hier, diese Figur wird jetzt mittlerweile für 70, 80, 90 Euro gehandelt. Amidala, ja. Diese Figur wird jetzt, wie gesagt, im Moment auch bei Amazon, kostet sie 67 Euro. Das gute Stück, wenn man Glück hatte, bekam man schon mal für 29,95. So ist das nicht. Ja, also bei uns bekommt ihr die sicherlich, also für alle, die mögen, bekommen die Figuren hier vor Ort eh günstiger. Das geht also nur, wenn ihr vor Ort seid, können wir euch also günstige Preise machen, was so online nicht geht. Ihr merkt schon, ich bin gerade so, ne? Ja, ist klar, wenn man aus dem Studio kommt, den Dyson da, ich präsentiere da nichts, ich bin Kameramann. Ne? Als Kameramann und so weiter habe ich da zu tun und Wochenende sind ja auch sehr viele Akteure zwischendurch hier, die leider nicht immer auf der Kamera zu sehen oder durch die Kamera bedingt zu sehen wären oder sonst was, ne, weil das ja nun mal Aufträge sind. Wenn man Aufträge bearbeitet, darf man das nicht zeigen. Ich kann höchstens darauf verweisen, weil es nun mal stimmt. Wer wusste oder wer da und eingeschaltet am 15. und 18. so circa, so gegen 17 Uhr, sagen wir um 16, zwischen 16 und 17 Uhr, konnte dann den Dyson, in, ne, konntet ihr sehen. Die Einkaufssender, ich verrate sie jetzt auch nicht, in Düsseldorf steht da so ein Gebäude, wo da so ein Verkaufssender ist. Okay, wie gesagt, als Kameramann mache ich viel, Foto und Film. Jetzt am 18. ist hier in der Ecke, hier in der Stadt Essen auch wieder so eine Session. Da könnt ihr mal so richtig nacktes Fleisch ablichten, nur nicht anfassen, wenn dann für vieles Geld, glaube ich. Aber egal, das war jetzt ein Joke, aber wäre auch gewesen. Also für die Foto, für die Fotofans wäre jetzt am 18.06. hier in der Stadt Essen in einem Froschkönig, das ist ein Lokal, ein sehr düsteres Lokal, und da hätten ihr die Gelegenheit gehabt, da Fotosessions zu machen. Bis zum 18. war wirklich viel los. Die am 16., 17. Brückentag hatten sogar ein wahnsinnig langes Wochenende. Meiner einer kennt sowas nicht.
Ich freue mich heute Abend, am 17. Juni, ich freue mich, ne, am 17. Juni kommt Disney Channel, im Disney Channel, Rebuild, Staffel 3. Genial, ich habe leider keine Figur, doch, vielleicht habe ich noch eine. Ne, ich habe gar keine Figur mehr aus Staffel 3. Doch, habe ich wohl, hey, super. Eine habe ich ja noch, also ich habe noch eine. Aus der Staffel 3 habe ich noch eine Figur da, ne, Kanan Yarus. Yarus Kanan, ne? Die anderen Figuren sind leider schon weg oder verarbeitet wurden sie noch nicht. Ne? Also Staffel 3, 17. Juni, Channel, Disney Channel, 3 Folgen oder 4 Folgen hintereinander. Wenn wir ehrlich sind, wer gut online unterwegs ist, braucht das alles nicht mehr. Also meiner einer Industrie 4.0 bin leider schon im Bilde von sehr vielen, auch E8. Ist halt so, wenn man beruflich involviert ist, nur viel erzählen darf man nicht, ist aber so. Also wenn man online arbeitet, hat man das Ganze schon, man hat schon gesehen, ob die Star Wars Show war, deswegen war ja auch die Idee, die Star Wars Show deutsch zu machen. Wie gesagt, dafür waren noch Akteure gesucht, so richtig Spaß, aber irgendwie ist hier, ich weiß nicht, in der Stadt Essen oder überhaupt Umgehung, irgendwie die Luft raus. Also so richtig wird hier nicht... das Ganze gemacht scheint wohl so. So, ach ja, könnte ich ja auch. Ach ja, warum nicht? Ne? So könnte ich ja auch vorbeimarschieren hier, die Sendung machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie einschalten zur Star Wars Show und wir verkaufen euch wunderbare Sachen, die ihr so nicht bekommen könnt. Ist ja auch nicht und dann stimmt auch nicht, ne? Ist klar. Wo ist der Schalter? Der Schalter. Da ist er. Also nicht. Da ist er. So, den Schalter habe ich erwischt. Okay, jetzt hätte man auch, wie gesagt, diesen Helm. Dieser Helm zieht auch immer magisch an. Boah, ne? Macht auch Spaß, den Helm zu tragen. Also der ist verdammt gut verarbeitet. Also mir macht es auch Spaß, ihn zu tragen. Und wer eine sogenannte 3D-Brille hier einarbeitet, ja, wer also die 3D-Brillen vom Kino hier einarbeitet, könnte dann E8 am 14., 15. und so weiter Dezember so schauen. Also ich finde es schon klar, macht natürlich Spaß, wenn man sich im Echo da nochmal hört. Ja, also mir gefällt das und ich habe auch richtig Lust, ein Stormtrooper zu werden. Und ich hätte auch richtig Lust, eine sogenannte Stormtrooper hochzuziehen, hier so eine Stormtrooper-Basis, aber naja, da reden wir jetzt wirklich nicht mehr drüber, solltet ihr mich nicht verstanden haben, eine sogenannte Stormtrooper-Basis hätte ich schon Lust gehabt, die hier zu gründen. Aber wie das so ist, könnt ihr ruhig kaufen, ist wirklich wunderbar verarbeitet, ist wunderbar okay. Die Nörgler finden natürlich immer etwas, das ist richtig, aber wenn man so sieht hier, wunderbar verarbeitet, hier ist das Batteriefach, merkt man gar nicht, also man könnte es ja von mir so überspachteln oder so, aber es macht schon Spaß, diesen Helm, ja, der ist auch gepolstert innen drin, wenn man diesen dann aufsetzt, also ja, wenn ich den jetzt ruckzuck aufsetze, dann arretiert es hier im Kinn, das ist, macht Spaß. Und es drückt zwar ein bisschen, aber man hat ja eine Kapuze auf und so weiter und so fort. Stormtrooper waren jetzt am Wochenende wieder in voller Montur unterwegs. Also die waren am 15. bis zum 18. in Legoland. Eine Menge von den Stormtroopern waren dort. So, also wie gesagt, ist wunderbar verarbeitet. Also mir gefällt der Helm schon. Der Preis ist auch okay. Ihr wisst ja, Amazon oder hier im Star Wars Center. Hier, wo wir die Sachen euch natürlich viel günstiger anbieten, ist klar, wer jetzt hier vor Ort ist und diese Ware haben will, kriegt dann 25% darauf. Ist also günstiger wie Amazon. Hehehe. Ja, aber das war jetzt ein Spaß. Die Sendung gibt es nicht, es gibt keine Verkaufssendung. Die Idee ist zwar da, eine sogenannte Verkaufssendung zu machen, aber wenn Jugendliche kommen und die Mama fragen,
Warum hat der Mann so viele Figuren an der Wand? Genial, absolut genial, da geht kein Weg dran vorbei. Es macht hier viel Spaß. Noch einmal, das bisschen, was jetzt hier ist, hat nichts mit Verkauf zu tun, soll ja auch gar nicht verkauft werden. Das hat was damit zu tun, um so eine Sendung machen zu können. So, jetzt halte ich inne, jetzt springe ich nämlich hinten in den Raum. Ihr könnt es natürlich auch sehen, ist klar. Die Klicks sind ja alle da, die Clips sind überall und so. Aber diese Sendung, die ich jetzt gleich machen werde, über die Cosplay-Geschichte des Riven, ich könnte, ja, ich brauche den ja sowieso gleich. So, jemand hat den aufgekauft damals und macht den Preis kaputt, kostet jetzt so 57,95. Bei Amazon. Ja. Bei Amazon gibt es das für 57,95. Amazon. Ja, so. Ich schaue mir die Figur jetzt genauer an. Derjenige, welche der gemeint, so ungefähr soll das Original-Cosplay-Kostüm werden. Wir werden jetzt in den Raum springen. Wir werden jetzt diese Figur mitnehmen. Und wir werden uns jetzt das Originalkostüm des Cosplay Riven anschauen. Und wir werden dann kurz drüber philosophieren, ob das zu machen ist, dass wir das Original 1:1 übrig kriegen, dass ich also auch meine Körpergröße dieses dann bekomme. Darum geht es jetzt, da springe ich jetzt hin. Das heißt also, die Sendung ist jetzt hier zu Ende und ihr müsst dann, wie gesagt, in den nächsten Clip, wo nur über Riven gesprochen wird, ist ein separater Clip für sich selbst. Ich bedanke mich total und recht herzlich, dass ihr überhaupt eingeschaltet. Ich bedanke mich, dass ihr überhaupt dabei wart. Ich bedanke mich, dass ihr überhaupt hier wart. Ja, ihr wisst schon, wer da alles so gemeint ist. Und wenn der August kommt und wenn ihr eure Dokkan macht und so, werde auch ich sicherlich, denn an diesem Wochenende war in Stuttgart die Comic-Con. Also Comic-Con hatten wir hatten im Oberhausen, jetzt hier in Oberhausen am 18. war da auch richtig was los. Ja, hat auch kaum einer so gepeilt, ist aber am 18.06. war in Oberhausen auch richtig was los, auch so eine Con. Am 15. bis zum 18. war in Grützwald oder was, Legoland, war auch richtig was los. Überall war was los. Aber so richtig los, wie gesagt, vergesst nicht, das ist eine Seifenblasenoper. Seit 40 Jahren ist Star Wars ein Märchen. Und der Hype ist nur eine Seifenblase, weil 1999 mit Episode 1 das Internet Furore, das Internet erschien und jetzt da ist. Wir haben Internet, das ist eine riesen Seifenblase. Also so viel ist da nicht los. Also wie gesagt, wir springen jetzt ganz schnell ins Studio und unterhalten uns über Riven. 1:1 Cosplay. Und denkt dran, ihr seid hier immer recht herzlich willkommen, jeder einzelne von euch. Ja? Im Star Wars Film, Figuren, Cosplay, Fans, Stadtessen, Club. Club, wir sind nur ein Club, ein Klüppchen. Wir sind kein Verein. Wir haben uns gefreut, wie der Dortmunder Verein hier war. Wir haben uns gefreut, wie einer aus Dorsten hier war, der auch zu diesem Club gehört, Verein gehört. Also wir freuen uns täglich und amüsieren uns immer. Mama, warum hat der so viele Püppchen? Mama, warum hat der hier so viel von Star Wars? Genial. Genial! Und die Mutter sagt, ja, da wird wohl ein Fan hier sein. Also, wow, wir sind Einzelhandel. Wir sind Einzelhandel, wir sind Klein- und Kleinsthandel. Wir wollen das an sich verkaufen. An sich haben wir das eingekauft, um es zu verkaufen. Aber da wir jetzt hier irgendwo in so einem Hobby-Modus sind oder so, nee, verkaufen wir nicht. Wir machen eine schöne Sendung daraus. Irgendwann verkaufen wir das, ist klar. Also denkt dran, alle, die hier live vorbeikommen, kriegen alles 25% günstiger. Denkt dran. Ne? Ja, so ist das. Aber wir sind ja und wir bleiben ehrlich, auch vor laufender Kamera bleiben wir ehrlich. An sich möchten wir ja gar nichts verkaufen. Nein, an sich möchten wir gar nichts verkaufen, weil uns gefällt das. Ja, es ist gemütlich, gemütlich da zu sitzen, ja, zu sitzen und das alles auf sich eingehen zu lassen. Ja. Einen Abschluss habe ich noch. Muss ich gerade mal aus der Kamera raus, aus dem Winkel. Mittlerweile schmeißen sie euch das nach, also wartet, also ist schon runter. Einige verkaufen es für 39,95, ist kein Scherz. Wir haben dafür immer noch 49,95 bezahlt, weil wir das unbedingt haben wollten.
ist ein Eyecatcher, wenn man es auspackt, wie 1977. 1977, wisst ihr, habe ich schon mal erklärt, wurde das gute Stück für 7,95 Dollar verkauft. Da Kenner damals nicht, Kenner hat es nicht so schnell auf die Reihe bekommen. Deswegen wurde diese Figur in diesem Display mit einem Gutschein von 7,95 Dollar, somit konnte man die Figur nachträglich kaufen. Und dann konnte man sich das dann später aufstellen. Hat zwei Displays, einmal mit allen Figuren, damit es so aussieht, als ob alle schon da stehen würden. Und einmal mit einem anderen, also so einem wechselbaren Diorama, da drin als Einzelfigur mit dem sogenannten Universum dahinter. Ja, das war's. Das war's. Und wer das hat, kann sich glücklich schätzen. Wir verkaufen nur an Sammler. Wir machen die Sendung an sich auch nur für Sammler. Und diese Sendung wird natürlich auch erklärt. Viele Kunden bekommen die Adresse Ultra-HD, Web-TV und Sammel-TV. Beziehungsweise wir sind ja Sondersender Nordrhein-Westfalen, NRW-TV. Wir machen an sich ganz andere Sachen. Und das hier ist halt so eine Art Abfallproduktion. Weil wir sowieso die ganzen Kameras on haben. Wir haben unsere Studios, wo die Leute rein und arbeiten können. Sind alles Vermietstudios. Und somit springe ich jetzt in ein Studio kurz und werde den Rerun vorbereiten und jetzt über den Rerun sprechen. Wie gesagt, ihr könnt den Clip eben suchen und reinspringen, weil ich den jetzt hier nicht dran anheften werde. Das ist ein separater Clip jetzt. Er ging nur an sich nur, es ging wirklich nur darum. Darum ging es. Also der Klein- und Kleinsthandel stirbt leider. Und es ist traurig. Es ist richtig traurig, dass so viele Spielwarenfachgeschäfte, darum geht es, in Werden, statt Essen außerhalb, macht auch gerade ein traditioneller Spielwarenladen zu. Es haben sehr viele Spielwarenfachgeschäfte, die alle gemacht, PS4. Ich will Battlefront online, ich will ballern, da habe ich so viel Bock drauf. Ne? Battlefront 1 und 2 besonders, da die Frauen ja jetzt immer näher, merkt ihr, Frauen, ja? Ja, Frauen, komm, eine nehmen wir noch. Ne? 1999, meine lieben Freunde, 1999, auch. 1999 hier war Lea, ach herrlich, ne? Die Krönung. Das war Lea mit der Krönung, ach herrlich, ne? Macht richtig Spaß hier. Also das war mit der Krönung, sie sah ihr gar nicht ähnlich, aber hier sitze ihr unheimlich ähnlich. Somit haben wir den Abschluss auch, denn heute bzw. am 15. bis zum 18. hatte Corona auch freigegeben, dass es Herzschwäche war. Sie hat natürlich ein bisschen Raubbau betrieben, sie hat natürlich ein bisschen viel, nicht wahr? Hallo, das Leben, Hollywood ist ein hartes Leben und wir verzeihen ihr. Es ist natürlich schade, dass sie so früh verstorben ist, dass sie nicht mehr unter uns verweilt. Das ist natürlich schade, das ist richtig schade. Aber was soll man machen? Na, also wie gesagt, Lea wird immer in unseren Herzen bleiben und sie wird auch immer die Hoffnung tragen, dass Star Wars weitermacht, dass Star Wars wirklich gut wird. Aber ihr merkt schon, Star Wars wird weiblich. Da geht kein Weg dran vorbei. Star Wars wird weiblich. Battlefront ist ja auch jetzt so eine weibliche Kämpferin. Wer The Star Wars Show gesehen haben sollte, in The Star Wars Show konnte man sich das anschauen. Da war sie nämlich zu Gast. Ja, die Schauspielerin. So, jetzt verschwinde ich ins Studio und jetzt geht es um Rerun. Rerun. Jetzt habe ich noch wieder an der Wand gehängt. Jetzt muss ich wieder abhängen. Aber egal, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ich lade euch jetzt zum Schluss noch einmal ein. Star Wars Film. Figuren, Cosplay, Fans, Stadtessen, Club. Vielleicht klappt es ja, dass wir daraus mal einen Verein machen. Kostümclub, Filmclub, hier ist ja alles. Wir haben Kino, wir haben Verkauf. Hier ist alles. Wir können Fotos machen, wir können Film machen. Wir können uns zusammensetzen. Wir bieten euch wirklich Industrie 4.0. Wir können uns vernetzen, wir können eine Show machen, wir können eine Sendung machen. Meine Freunde, was wollt ihr eigentlich noch mehr? Noch mehr kann man einem gar nicht anbieten. Ja, man kann nicht, also ihr kriegt die Figuren günstiger. Ihr seid live dabei. Ihr könnt selber gestalten, ihr könnt selber Hand anlegen an eure Bekleidung, Cosplay und so weiter und so fort. Also meiner einer, noch einmal hier so. Boah, ne? Haha.
Da ist er. Das ist so geil. Das ist so geil. Das Maul. Das Maul ist so geil. Und wenn man sich dann wieder ganz langsam anknüpft, ne, oder ja doch anknüpft, wieder normal wird, kann ich euch nur eins sagen. Es macht Spaß. Cosplay. Ja? Wie gesagt, viele Figuren werden auch nicht mehr da sein. Die werden also schon weg sein. Wie gesagt, noch einmal. Jeder, der hier kauft, bekommt mindestens 25%. Kauft. Das heißt also live. Hier. Gut, der junge Mann, der mich angesprochen aus Hamburg, das geht natürlich nicht. Da kann ich keine Prozente machen, weil die Figur, die da geordert, habe ich mir gerade, die kommt am Montag, am 19.06. Die kostet 28 Euro im Einkauf. Jetzt noch Versand da drauf, also um die 30 müsste ich da die Figur, ne? Aber ich hab dir aber Adressen gegeben. Ich hoffe, dass die Trekkies, ihr wisst schon, die Lose verkaufen und Schatzkiste, der auch Lose verkauft, dass die vielleicht helfen konnten. Ich werde dich am 19.06. nochmal ansprechen. Ich werde am 19.06. die Sendung machen, weil am 19.06. einige Figuren kommen. Denn am 19.06. jedes Jahr habe ich Geburtstag. Ich vollende eine wunderbare Zahl. Ich kann euch nur eins sagen, ich bin seit 1977, wo ich 18 Jahre alt war, dabei. Könnt ihr mal drüber nachdenken, wie alt ich jetzt bin. War ich also live dabei 1977 und ich war Darth Vader für Lichtburg, das ist ein Kino in der Stadt Essen, und Karstadt, die Kaufkette. Ne? Das sind alles so, wenn, also ich glaube in 25 Jahren, wenn man diesen Clip dann noch sehen kann bei YouTube, werden die Frauen, was ist ein Kaufhaus? Was ist ein Kleinstladen? Was ist das denn? Was ist Tante Emma? Und zum Schluss werde ich ganz knallhart politisch, meine lieben Freunde. Wir haben kein Hitler-Deutschland. Kein Hitler-Deutschland. Wir haben Stunde Null, 1948. Und wir haben CDU, CSU, Adenauer, 1915. Das haben wir heute noch, 2017, bei dieser laufenden Sendung, haben wir immer noch CDU, CSU und ein Merkel-Deutschland. Drüber nachdenken bitte, 1948, Stunde Null. 1950, Adenauer, CDU, CSU, Strauß. Und jetzt 2017 haben wir CDU, CSU, Merkel-Deutschland. Denkt dran, wir haben Merkel-Deutschland. Ja, bleibt auf dem Teppich. Das habe ich jetzt, musste sein. Ich musste das raushauen, weil ich habe da einige, die da wirklich immer nur, ne, forget it. 19. Jahrhundert, forget it. Ja, wir haben 2017 und wir haben Merkel-Deutschland. Und wir machen jetzt die Show weiter. Ich verabschiede mich jetzt. Mal gucken, mit welchem Abspann. Ich denke mir mal wieder einen tollen aus. Wie ihr merkt, habe ich viele Clips weggelassen. Ich habe viele Effekte weggelassen. Ich habe jetzt einfach mal so gemacht, weil ich gerade, wie gesagt, aus dem Studio. Übrigens, den Dyson konntet ihr bekommen für 239. Mit sehr viel Zubehör. Statt 439, wollte ich nur gesagt haben. Irgendwann habe ich doch Lust. Ich verfalle doch immer in diesen sogenannten Verkaufssender. Ich muss doch noch eine Figur loswerden. Jawohl, ich muss noch eine Figur loswerden von der Firma Sideshow 1999. Amidala. Amidala. Die hat jetzt auch ihren Amazon-Preis mittlerweile. Aber mir hat die so gut gefallen. Ich sammle ja Sideshow. Ja, da muss ich jetzt leider so. Also wunderbar verarbeitet. Ja, ist wunderbar verarbeitet. Die Figur, gehen wir ein bisschen näher ran. Ja, wie gesagt, 25% kriegt man die hier günstiger, wenn man sie hier bei uns kauft, nicht wahr? Und irgendwann mache ich einen sogenannten Verkaufssender. Ich arbeite dran. Ich habe einfach tierisch Lust, einen sogenannten Verkaufssender zu machen für Star Wars. Ja? The Star Wars Show Deutsch. Ach, was wir alles hier so vorhatten. Mann. Und jetzt springe ich in den Job, beziehungsweise in den Raum. Ihr glaubt es kaum. Jetzt geht es um Revan. Ich grüße euch total und recht herzlich zur Sendung, heute exklusiv nur über Revan. Über Kylo müssen wir uns jetzt hier nicht drüber unterhalten und über einen Ritter reden. Die Sachen nehmen wir irgendwann auseinander. Wir werden auch Stormtrooper und so weiter. Wir haben eine Menge Cosplay-Sachen da. Ich begrüße euch total und recht herzlich zur Sendung Star Wars Filmfiguren. Cosplay Stadtessen Club. Wir sind ein Club, kein Verein. Wir hatten den Verein hier, aber wir wollen uns heute nur über Revan unterhalten. Also, es geht darum, dass wir einen Panzer brauchen.
Und zwar möchten wir gerne, dass das hier besser verarbeitet wird. Hier soll etwas eingearbeitet werden, damit man gerade in den Schulterbereich reinkommt. Vielleicht ein Klettverschluss bzw. ein Druckverschluss. Weil dieser Verschluss gefällt uns überhaupt nicht. Der ist also auch leider schon gebrochen. Wir haben uns nur diese Grundbasis aus China kommen lassen. Das ist aus der Firma Cosplay. Ich werde den mal eben kurz hier so ein bisschen öffnen. Also es geht um den Panzer, der besser verarbeitet werden soll. Es ist, ich nehme mal den Kopf ab, eine wunderbare Geschichte an sich. Auch der Helm ist wunderbar, ist verarbeitet, wunderbar. Ist aus der Firma Kosa. Kosa, die Firma Kosa. Auch die Figur, auch der Schutz. Kosa, von der Firma Kosa. Wie gesagt, sowas hat er da drunter getragen. Es ist also atmungsaktiv für alle Cosplayer. Und es geht jetzt hier an sich nicht um, aber es geht um die gesamte Geschichte. Es geht an sich um die gesamte Geschichte. Wie gesagt, ist wunderbar verarbeitet. Auch unten drunter Jersey. Ich mache die Figur mal wieder normal. Wir hoffen, dass es klappt. So einfach ist es nicht. Also dieser Helm ist schon ausverkauft, habe ich gehört. Den gibt es in verschiedenen Variationen von Ray-Ban. Ist auch leicht zu tragen. Auch ich selber kann es tragen. Indem, es ist immer so blöd, dass ich jetzt hier keinen Tisch habe. War jetzt auch nicht gedacht, dass der Kopf so leicht abgeht. Aber mal hier gucken. Geht also ziemlich schnell wieder an. Kriegen wir wieder hin. Der soll jetzt mal eben kurz hier aufsitzen. Tut er auch. Also die ist auch für Brillenträger zu tragen. Ihr wisst, dass ich jetzt eine Brille aufhabe. Die Brille tut jetzt im Moment etwas weh, weil war auch nicht gedacht. Es geht jetzt darum, wer solche Masken mag, ob nun von Kylo Ren, von Ray-Ban oder Ritter von Ren, könnte damit, also er könnte damit wunderbar ins Kino gehen, ist wunderbar gepolstert. Wenn er jetzt hier die sogenannte 3D-Brille einarbeitet, könnte er es im Kino, Cinema, CineStar, Cinemax, IMAX, könnte er dann mit dieser Maske sitzen, richtig dramaturgisch, und könnte dann den Film genießen. Aber darum geht es jetzt in der Sendung auch nicht. Es geht zwar um Ray-Ban, deswegen einfach mal gemacht. Da der ja jetzt hier im Studio steht, ist das alles nicht so schlimm. Aber wir machen nochmal den Kopf ab und setzen das richtig auf. Ja. Somit, das ist eine wunderbare Maske im Ohren von Brubeck. Die Firma Brubeck macht wunderbare, gute Masken, die man dann dafür nehmen kann. Und wenn man sich diese Figur anschaut, und wie gesagt, ist also wunderbar verarbeitet von der Firma Kosa. Wir empfehlen also die Firma Kosa. So, wir haben uns dann von der Firma Kosa besorgt. Wir haben auch hier den Halsschutz. Im Halsschutz könnte man vielleicht ja auch noch was einarbeiten, damit es vielleicht dramaturgischer aussieht. Die Kutte ist soeben runtergefallen, ist an sich auch Jersey. Könnte man vielleicht auch einen anderen Stoff nehmen. Ihr merkt schon, deswegen wollen wir den Brustpanzer anders haben. Der Brustpanzer wurde an sich schon gedacht, dass man aus dem Cosplay bzw. diese Polster besorgt, dass man die vielleicht nehmen könnte. Und müssen wir mal schauen. Wie gesagt, wir suchen jetzt jemanden, der das wunderbar verarbeitet, weil wir sind damit absolut nicht zufrieden. So, wir suchen also wie gesagt einen Brustpanzer, der vielleicht nicht klett. Wie Klett funktioniert.
dramaturgisch kann man das, wie gesagt, machen. Er ist auch hinten wunderbar verarbeitet, hat also diese Faltenmuster. Ihr kennt Gardinen. Gardinen haben ja auch diese Falten. Ist schon, also es geht schon. Es wäre an sich gar nicht mal so schlecht, wenn der Panzer so richtig, auch hier ein richtig toller Panzer wäre. Sieht zwar auf eine Art gut aus, aber man könnte jetzt auch, sagen wir mal, einen anderen Panzer machen. Man könnte ja jetzt also Mittelalter-Handschuh nehmen, so eine mittelalterliche Geschichte, damit Stulpen rüber. So mit den Stulpen sieht das ja schon mal gar nicht schlecht aus. Ne? Mit den Stulpen sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich meine, für die Puppe war das ja auch wunderbar gedacht. Aber jetzt kommt die Idee, jetzt kommt wirklich die Idee, so eine richtige Panzer, so einen richtig schönen Panzerhandschuh zu nehmen, damit zu arbeiten und das Ganze. Also wir wünschen uns, sagen wir mal, hier eine Verstärkung, von mir ist auch aus Metall oder so, dass es hier so hoch geht, rechts und links, und dass die Sachen dann hier raus, dann in den Schulterbereich reingeht, dass es vielleicht hier innen drin reingeht, dass die dann besser verbunden werden. Also wenn das hier, sagen wir mal, so wäre, ja, die würde uns jetzt also auf eine Art besser gefallen. Wenn das jetzt also so verbunden würde durch einen Schnapper, und dann sieht das schon irgendwie schöner aus wie das jetzt. Ja, also dieser Panzer gefällt uns so nicht. Also so hätte uns das schon gefallen, wenn das irgendwie so geradlinig hoch gemacht worden wäre. Auch die ganzen Sachen hier, das ist jetzt, liegt auch lose auf, für die Puppe jetzt hergerichtet. Ihr wisst ja, Rivan trägt so eine Art Skilt. Das ist ein Rock, ein Hosenrock, den er da trägt. Eine Hose ist auch noch drunter. Und also wie gesagt, es geht um den sogenannten Handschuh. Sollte man jetzt aus dem Mittelalter den Handschuh nehmen, darüber, also ihr könnt euch vorstellen, dass diese Figur im Cosplay-Bereich ziemlich gut wirken würde, wenn man da noch Hand anlegt. Und dazu suchen wir jetzt noch jemanden, der uns diese Figur hier so herstellt, damit auch wir, diese Figur ist auf unsere Größe eingeschnitten, auch die Sachen sind auf unsere Größe, wurden die hergestellt. Und ja, wir möchten das gern, dass das, wie gesagt, für uns gemacht wird. Wir suchen jetzt jemanden, der den Rivan wunderbar, einen guten Panzer, also richtig, der Panzer muss bis hier oben sein, der muss ein richtiger Panzer sein, dass man da drauf, ne, und nicht so, das sollte schon vielleicht hier auch noch irgendwas einarbeiten, vielleicht, also ist machbar. Derjenige, der den Auftrag erhält, daraus was zu machen, bekommt nicht nur sein Geld, wir bezahlen nur in Rechnung, das heißt also, wir lassen das machen und dann bezahlen, wir schauen uns das an und dann wird es auch bezahlt. Und der Preis sollte jetzt nicht so hoch sein, also unverschämt hoch, dann können wir das auch selber. Nur wir haben die Zeit nicht dafür, ich persönlich habe die Zeit auch nicht dafür. Ich habe jetzt also nicht die Zeit, Hand anzulegen. Gut, in der Zeit, wo ich jetzt diesen Film hier mache, in der Zeit, wo ich hier meinen besten Freund Kylo Ren, ich war mein bester Freund Kylo Ren, in die Arme nehme, hätte ich auch das nehmen können. Da habt ihr recht, aber die Nähmaschine, ich weiß gar nicht, wo die ist. Also wir haben ja alles, Nähmaschine und so weiter und so fort. Aber wir wollen ja in diese Rolle hier schlüpfen. Wir wollen ja ein Rivan sein, wir wollen ein Rivan werden, wir wollen auch vor laufender Kamera ein Rivan werden. Vielleicht haben wir ja Interesse, uns einfach mal bei 501 zu bewerben als Rivan, wenn der fertig ist. Der muss sowas von dramaturgisch ausschauen. Eine Figur ist da noch im Raum, das ist dieser sogenannte kosmische Cowboy. Dieser sogenannte Han Solo, aber nicht persönlich Han Solo. Wir wissen, wie Han Solo rumrennt. Da sind wir jetzt nicht gerade so hinterher. Wir wollen da gar nicht.
Also hier merke ich gerade, fehlt ein Stulpen. Also, da ist er. Ja. Da ist auch der Stulpen. Wir möchten. Ah ja, kann ich auch mal links tragen. Hier, komm. Ich mache jetzt einen wieder hier auf Verkaufslevel. Ihr merkt schon, ich bin immer im Verkaufsfieber. Wenn Sie diese Figur kaufen, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Cosplay-Bereich, wir sprechen alle Cosplayer an, kann man natürlich nicht nur zu Karneval von der Firma Koser mit Stempel Koser, diese ganze Figur kommt von der Firma Koser, kann man die natürlich nicht nur für Karneval, sondern auch für Cosplay nehmen. Gut, das wäre der sogenannte Verkaufssender. Nein, wollen wir ja nicht. Ein bisschen Spannungsbogen will ich ja doch einflechten hier, damit ihr nicht einschlafen, nur weil es hier um eine Figur geht. Es geht hier über Rivan. Rivan ist und bleibt die gewisse Figur neben Nilius, die so nicht in Hauf auftritt, also die sieht man nicht so oft, auch nicht bei den 501ern so oft. Kylo sieht man jetzt schon etwas öfter, da ist wieder sowieso Stormtrooper und so weiter, die sieht man natürlich viel, viel öfter. Also wie gesagt, wir suchen jemanden, der uns das wirklich wunderbar verarbeitet. Freie Hand. Das soll ein erstklassiger Torso werden, ein richtiger Panzer, wo auch, wie gesagt, hat hier alles so verschwindet. Ja, das heißt, ja, das muss natürlich mächtiger wirken, ja, so ein richtiger Schutz. Am liebsten noch so richtig Metall, da wäre ja noch schöner, also muss ja nur so aussehen, dass das hier so eingearbeitet wird. Ne? Wie gesagt, derjenige, der den Auftrag bekommt, bekommt unseren Videoclip, bekommt natürlich auch Fotos und bekommt die Sachen, damit er die dann für uns macht. Er wird natürlich auch benannt werden, ist klar, er wird auch ins Studio eingeladen werden, wenn er Zeit hat. Derjenige, der uns diese Figur fertig macht, bekommt natürlich kostenfreie Werbung für ihn. Also wir bezahlen alles, aber er bekommt dennoch kostenfreie Werbung für sich. Damit, wir werden ihn auch vorstellen, wir werden die Sachen dann auch tragen, wenn die so sind, wie wir uns das vorstellen. Hin und wieder wird daran gedacht, dass man hier vielleicht so einen Mittelalter-Handschuh, ne, so einen Panzerhandschuh, das wäre ja so ein Panzerhandschuh, aber es geht uns, also das kann man ja überall besorgen, ist ja kein Thema, Panzerhandschuh. Aber darum geht es, dass das hier wirkt, dass da was aussieht, dass man, damit das so richtig wirkt. Das muss wirken hier vor der Kamera. Ne? Also wenn man hier so dramatisch hier in seine Augen schaut, kann ich mal ein bisschen drehen hier. Boah, mein Freund Kylo. Mein Freund Kylo. Ey, Puppe, geh mal ins Laufen. Der ist cholerisch drauf, wissen wir ja. Also wie gesagt, man kann hier oben, das ist extra atmungsaktiv. Wir hatten erst eine andere Maske, aber die reicht ja vollkommen, um zum Beispiel für Karneval und für ins Kino zu gehen, damit ihr, sagen wir mal, eure 3D-Brille mit einarbeitet. Also kann man wirklich empfehlen. Wir können wirklich diese Masken empfehlen. Die haben wirklich Distanz für Brillenträger. Ja? Und ihr könnt dann, wie gesagt, die 3D-Brille vom Kino mit einsetzen. Und ihr könnt dann in diesem Outfit, könntet ihr dann genussvoll die Filme gucken, um das mal so gesagt zu haben. Ihr merkt, ich komme nochmal aus dem Werbebereich, bin an sich nur Kameramann und Filmemacher, aber auch Cosplayer. Wir sind nun mal Filmfiguren, Cosplay-Fans der Stadt Essen und als Cosplay macht es Spaß. Ich habe jetzt, merkt ihr schon, die Figur vergessen, die habe ich vorhin in der sogenannten Verkaufsclip-Geschichte gelassen, käme jetzt auch gar nicht so rüber. Die große Figur kommt ja jetzt viel, viel besser rüber. Mit dieser großen Figur kann man jetzt viel zeigen. Also derjenige, der jetzt diesen Videoclip sieht, er weiß Bescheid, worum es geht. Es geht um diesen ganzen Cosplay. Weil wenn er diese Figur erstmal durch sein Können so aufgewertet hat, damit wir, sagen wir mal, uns sogar bei 501 bewerben könnten, zeigt ja dann alles, welche Qualität er in seinem Können hat und so eine Herausforderung. Wie gesagt, das soll hier nicht alles so rumschlören, hier, das soll nach was aussehen, das muss hier dran angebracht werden, ja. Das muss wirklich wirken. Bei diesem Kostüm zum Beispiel wirkt das jetzt hier nicht so, so richtig prickelnd, ist zwar
jeder kennt es, auch Schärpe-mäßig hier. Na, ich verfalle gerade wieder in den Verkaufsmodus hier, ich verkaufe euch gerade Puppen, ich merke das schon wieder. Wie gesagt, diese Figuren hier kann man also auch für Karneval nutzen, nicht nur Star Wars, nicht nur im Cosplay-Bereich, kann man für alles nutzen, so ist es ja nicht. Ja? Und wie gesagt, Kylo ist, ich weiß es nicht, ist überhaupt die Figur Kylo so angekommen, ist überhaupt Kylo so angekommen, dass jeder als Kylo rumlaufen möchte. Auch da könnte ich mal eben die Maske abnehmen, Maske aufsetzen. Also ist wunderbar, ist für alle Körpergrößen, also Kopfgrößen gemacht. Und wenn man jetzt hier die Brille auch einarbeitet, die 3D-Brille hier einarbeitet, könnte man wirklich den ganzen Film in, mit diesem Helm und vielleicht mit einem, gibt es ja mittlerweile gute T-Shirts, Star Wars T-Shirts. Es gibt ja auch mittlerweile andere Sachen. Wie gesagt, kann man verengen. Ja, machen wir jetzt mal verengen. War gerade ein bisschen zu groß das Ganze. Ist also machbar. Und für einen Profi könnte man das hier vielleicht auch nochmal an den Profi, könnte man diesen Helm auch nochmal veredeln, indem man die Naht dicht macht, den Helm nochmal macht und auch das hier veredelt. Könnte man, muss man nicht, aber wäre angesagt. Wir bleiben aber, wie gesagt, beim Revan. Der Auftrag läuft für Revan, daraus was Tolles zu machen. Und wir können euch noch einmal sagen, kauft nicht einfach blind bei Amazon. Ihr bekommt sehr viel Murks geliefert, Ehrenwort. Ihr bekommt sehr viel Murks geliefert, wir sind pflegeleicht. Aber für die, die nicht so viel Geld haben und dann für 50 Euro so einen Helm kaufen, der ist schon total gebraucht gewesen hier, Gebrauchsspuren und was weiß ich nicht alles. Wie gesagt, wenn wir nicht so pflegeleicht wären, hätten wir Amazon schon längst fertig gemacht. Weil so toll ist es da nicht einzukaufen. Ja. Das Problem ist, es ist ja nicht Amazon. Amazon ist ja nur ein Marktplatz. Aber die Vögel, die sich da, das sind meistens die eBay-Vögel, die da bei eBay schon rausgeflogen sind, die tummeln sich nämlich jetzt bei Amazon. Da bekommt ihr nämlich Klamotten. Ihr wisst schon, was ich meine. Ist aber eure Sache. Wenn ihr den Kleinen- und Kleinsthandel zerstören wollt, weil ihr nur noch online einkaufen wollt, ist das eure Sache. Ich kann euch nur eins sagen. Sobald der Klein- und Kleinsthandel nicht mehr gibt, ja, und ein dicker, fetter Virus kommt, ihr könnt nicht mehr kaufen, dann erst werdet ihr merken, wo sind die ganzen Klein- und Kleinsthändler. Ne? Aber das ist eure Sache, nicht meine. Ja, ich bin raus. Ich habe damit nichts mehr zu tun. So, das war jetzt hier Kylo. Das ist ein bisschen eng für den Helm. Aber egal. So. Ihr könnt also, ich kann euch also die Firma Rossner hier, Cosper, wie heißt die jetzt? Cosper, hat ihr so einen bescheuerten Namen hier. Cosper, also ich kann euch die Firma Cosper empfehlen, so ist es nicht. Die Sachen werden zwar in China hergestellt, ist aber trotzdem auch hier beim Kylo gute Qualität, ist wirklich gute Qualität, das ist also nicht so ein, ne, also der Schal, das hat schon, hat also schon Wirkung. Man kann also, so wie er ist, könnte man jetzt auch damit arbeiten. Also, mein Lieber, wir möchten den Ray-Ban richtig Cosplay-mäßig aufgearbeitet haben. Der Auftrag ist raus. Wenn der Auftrag angenommen wird, wir schicken alles zu. Es soll hier an dieser Seite diese Panzerung ran. Wir schicken auch das Bild dabei. Wie Hand anlegen, egal. Seitlich ist ein Reißverschluss, um den Panzer anzuziehen. Die restlichen Sachen sollten also auch in diesen Panzer mit eingearbeitet werden. Dazu kommen noch einige Risszeichnungen, um das abzurunden. So, meine lieben Freunde, dieser Clip ist auch zu Ende. Ich habe ja gesagt, dieser Clip sollte nicht an die Verkaufsgeschichte ran. Aber da ich gerade so einen Verkaufstrip hatte, so einen Verkaufslauf, habe ich den halt hinten doch an alle, die den jetzt doch gesehen haben, den Verkaufsclip. An dem Verkaufsclip habe ich ihn also auch angeheftet. Ich habe natürlich ihn auch rausgenommen. Ihn gibt ihn auch als Einzelclip, exklusiv für denjenigen, welchen der da die Figur machen wird. So, wir sind statt Essen, klar. Filmfiguren
Cosplay-Fans der Stadt Essen, Star Wars. So, wir machen die Show, wir suchen halt händeringend noch Leute, die Cosplay machen, selber Cosplay. Die Gestaltung der Sendung, merkt ihr ja, die Gestaltung der Sendung ist, mit echten Leuten zu arbeiten, nicht hier mit Puppen, sondern mit echten Leuten zu arbeiten, die Sachen auch richtig vorzustellen, auch die Ware richtig vorzustellen. Wer Lust hat, könnte auch, wenn wirklich Lust bestünde, könnte auch richtig ein Verkaufssender daraus gemacht werden. Da könnten wir auch die Sachen verkaufen. Wie gesagt, derjenige, welche der jetzt hier Hand anlegt, der aus dieser Figur eine Wahnsinnsfigur macht, die ich ankleide, also ich selber ankleide, selber dann erscheine und die nächste Sendung dann in voller Montur durchziehen werde, der wird natürlich erstens honoriert, zweitens bekommt er Werbung für sich, für seine Arbeit und wird natürlich eingeladen, hier mitzumachen, wenn er es, okay, ich weiß ja nicht, wie weit derjenige da wohnt. Hier ist die Stadt Essen, A40, ihr seid ruckzuck angebunden, rechts ist in 75 Kilometer, 57 Kilometer ist Roermond, da wisst ihr mal, wie weit das ist. 57 Kilometer seid ihr in Roermond. In 75 Kilometer zweimal abbiegen seid ihr im Sauerland. In 57 Kilometer seid ihr in Dortmund. Ah, okay. So, ihr seid hier im Radius von 100 Kilometer, ist hier alles. Düsseldorf, Dortmund, Duisburg, Oberhausen. Und wir sind mittendrin. Wir sind direkt an der Autobahn. Und unser Club, den gibt es schon seit 60 Jahren. Aber da waren wir ja Spielwaren, ne? Spielwaren, Schreibwaren. Und jetzt sind wir halt im Cosplay-Bereich und natürlich in der Dienstleistung, Herstellung von Filmen, von Fotos und Sendungen. So, das ist natürlich ein riesen Kompendium. Wir sind an sich 100% Dienstleistung. Und es ist nicht so schlimm, dass jetzt alle Welt unbedingt die Sachen online kaufen. Können Sie ja ruhig machen. Ist in Ordnung, ist eure Sache. Denkt dran, wenn der Klein- und Kleinsthandel stirbt, ihr steht irgendwann mal da, ihr könnt nicht um die Ecke mal eben fragen, hör mal, ich habe ein Problem, ja? Da ist dann kein lieber junger Mann mehr oder junge Frau mehr, die euch da erklärt, wie alles funktioniert. Nee, ihr steht da und nichts geht mehr. Dann könnt ihr mal wieder anfangen, irgendwie Keilschrift zu üben oder so. Die analoge Welt stirbt, ja? Analog bedeutet eine Spule wickeln, Frequenzen setzen und irgendeiner hört. Ja, Funk zum Beispiel oder Radiowellen, na, das ist dann alles weg. Aber ist eure Sache, geht mich nichts an. Ja, wir bleiben jetzt hier bei Cosplay, wir bleiben jetzt bei Ribbon. Wir suchen jemanden, der die Figur richtig dramaturgisch, wenn ich keinen finde, macht euch nichts raus, mache ich jetzt selber. Ja, dann mache ich halt keine Sendung, dann kümmere ich mich wirklich um ihn da und ihr könnt mir glauben, da kriege ich hin. Das ist überhaupt kein Thema, es ist alles da. Nur die Zeit ist einfach nicht da. Die Zeit ist nicht da. Aber egal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich bin jetzt weg und ja, also, wir brauchen ihn. Da, den da. Also, Schneidert, called, ihr wisst wie, ihr wisst wo, ihr wisst auch, worum es geht. Und dieser Videoclip, ganz für sich separat, ist für jemanden gemacht worden, der an sich für euch solche Sachen macht. Und wie gesagt, wenn er das für uns macht, kriegt er auch Werbung. Er bekommt Werbung, wir stellen ihn dann vor und dann könnt ihr sehen, wer das ist und ihr könnt ihn selber dann ancallen und nachfragen und er macht euch dann diese tollen Sachen. Er kann auch sicherlich zum Raven-Kostüm so herschneidern, dass ihr dann irgendwie bei 501 unterkommt. Ja. Denkt dran, dieser Raven aus E7, dieser hier ist aus E7, wird in E8 nicht so erscheinen. Er wird einen ganz anderen Körperanzug tragen. Er wird hier auch Mantel tragen. Ja. Wir haben ihn schon da. Ist jetzt kein Scherz, aber ich packe ihn jetzt noch nicht hier auf. Der hängt jetzt da drüben noch, weil wir werden dann Kylo Ren auch in der Version E8 euch vorführen. Aber das erst heute in 6 Monaten. Ne? Bis dahin bleibt er so, wie er ist. Habe ich doch eine ganze Sendung daraus gemacht. Und wollte ich zwar nicht, aber einige Clips werden doch auseinandergenommen, weil die differenziert dann jemand anderes bekommt, der dann weiß, worum es geht. Also in dieser Sendung ging es darum, dass der Klein- und Kleinsthandel stirbt.
aber ich bringe euch da jetzt noch jemanden einen Blick. Ist doch nicht da. Hurra, egal. Und zwar ging es um Scarif. Scarif Trooper, die gesamte Einheiten, die jetzt auch ein bisschen Furore machen. Wir hatten das gute Stück von Disney da und wir hatten es in 6-Inch da aus der Reihe Rogue One. Aber leider sehe ich gerade, ist der doch verkauft. Und ich habe auch gerade nachgeguckt, bei Amazon doch ein bisschen zu teuer, um den einzukaufen. Und bei den Großhändlern irgendeine Serie einkaufen, darauf hoffen, dass ein Scarif oder ein, zwei, drei Scarifs dabei sind, ist so eine Sache. So, wie gesagt, wir sind nicht unbedingt Händler. Wir machen an sich mehr Promotion, mehr Werbung hier für die Dokon 2017. Ich bedanke mich nochmal total und recht herzlich, dass die da waren, dass die Lust und Laune hatten, hier mal vorbeigekommen zu sein. Die Sendung haben sie halt nicht mitgestaltet. Man hört auch nichts mehr davon, weil ich kann selbst nicht und als Firma auch nicht in einen Club, in einen Verein mit einspringen. Wir sind ja selber ein Club, nur Verein, weil wir locker Hocker, weil hier kein Zwang herrscht. Wir haben keinen Zwang und wir zwingen niemanden. Hier geht alles, wir unterhalten uns über alle Filme. Gleich schaue ich, wie gesagt, so Rebels und sollte ich dann noch wach sein, gucke ich mir auch Blade Runner an. Gestern habe ich Blade Runner, wie gekommen, habt ihr ja in dem Videoclip gesehen, mir nicht angeschaut. Vielleicht schaue ich mir auch einen anderen Tag an, läuft ja nicht weg. Wir mögen Sci-Fi, wir sind an sich ein Sci-Fi-Club und wir mögen Film, Figuren, die Cosplay-Geschichte und wir philosophieren sehr gerne darüber, wir sprechen halt auch sehr gerne darüber und wir tragen halt die Sachen gerne selbst. Gut, jetzt denke ich mir wirklich mal so drüber nach, einen Stormtrooper, auch als Stormtrooper die Sendung zu machen. Es wird gesucht, wer Lust hat mitzumachen, eine tolle Geschichte, eine tolle Sache zu machen und auch das Ganze unseren Kleinsten näher zu bringen, die da immer fragen, warum haben die so viele Püppchen, so viele Figuren, warum steht hier so viel Star Wars? Ist schon eine gute Geschichte, wenn die Eltern den Kindern das nicht beibringen, dass es Fachgeschäfte gibt, wo man sowas bekommen könnte, stirbt das halt aus. Um mich herum sind 3 Spielwarenfachgeschäfte geschlossen worden. Bin zwar ziemlich traurig drüber, man kann also dort nicht mehr einkaufen. Und die Ware im Netz, die sind ja auf gewissen Plattformen und in diesen Plattformen verdient auch dieser Markt, auch Amazon verdient an diesem Markt und deswegen sind die Preise manchmal etwas angezogen, nur der ganz, ganz, ganz Groß, dem das total egal ist, der haut das natürlich, um den anderen irgendwie das Geschäft kaputt zu machen, haut er natürlich die Preise in den Keller. Gut, die Schnäppchenjäger freut es, Star Wars wird sicherlich so eine Schnäppchengeschichte werden. Ja, schau mal, ich habe die Figur für 3 Euro gekriegt. Ah! Es geht an sich gar nicht mehr um Figuren, es geht an sich nur noch um Profit. Das ist halt auch uns aufgefallen. Viele kaufen die Figuren nur noch aus Profit. Auch Blu-Rays hier, wir haben überwiegend Steelbooks, werden hier uns händeringend aus den Händen gerissen. Auch die Spiele werden uns aus den Händen gerissen. Deswegen haben wir auch nicht immer so viele da. Ich sagte ja, ich muss mir wirklich die allerneueste PS4 mir holen. Mit allen Drohnen dran, um in Battlefront 1, 2 mitzumischen, einfach nur ballern und gib Gas in der VR-Geschichte da seine wunderbaren Nachmittage dann zu verbringen am Wochenende. Eher oder mehr Zeit ist ja eh nicht, weil an sich sehr viel gearbeitet wird. Ihr seid hier in einer, wie soll ich erklären, das hier ist eine, ja, das ist halt, keine Ahnung, wie man das erklären sollte. Viele sagen, ein uriger Laden. Ne? Also ich habe hier einen urigen Laden. Und dann wird immer gefragt, warum hat er so viele Püppchen? Das ist das Allerschönste, wenn man das hört. Warum hat er so viele Püppchen? Warum hat er so viel Star Wars? Ja, ach, ist das herrlich. Macht das Spaß. Okay, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Spaß rübergebracht. Ich habe, also wie gesagt, ich wollte an sich teilen, habe ich an sich auch die Geschichte geteilt. Aber ich habe halt die, doch, ich hatte einfach Lust. Ich hatte einfach Lust, eine Sendung zu machen. Ich hatte Lust, hier
nochmal auf die Dokungen hinzuweisen. 5.8., 6.8. Ich hatte einfach Lust zu sagen, dass heute, wie gesagt, The Rebels läuft im Star Wars Disney Channel. Ich hatte einfach Lust. Ja, und ich hoffe, die Lust ist so mit rübergekommen. Ich habe mich auch bemüht, dass das alles... Ach ja, ich war gerade bei Rewe, habt ihr auch diese komischen Dinger da? Minions, ja. Ist auch wieder so eine komische Rewe-Geschichte. Vorher war ja Star Wars-Geschichte, nehme ich immer mit, damit ich das nicht vergesse. Ja, die Sendung ist nun zu Ende und ich überlege auch und denke auch drüber nach, was man für später... Also, so richtig tolle Sendungen, immer so, wenn der Film rausgeht, so richtig tolle Sendungen machen, ihr als Cosplayer, die Filmemacher und so weiter und so fort. Das wird weiterhin forciert, das wird auch weiterhin angeboten, das wird auch weiterhin darauf hingearbeitet. Noch mehr Figuren, noch mehr Film, noch mehr Cosplay. Das geht nicht immer, das kostet horrendes Geld, zumal wir es nicht verkaufen können, weil wir an sich gar keine Händler sind. Wir brauchen das halt für unsere Filmgeschichten. Und manche Kunden, die dann hier doch willig sind, will ich haben, komm, gib her, dann ist es weg. Und wenn wir es dann nachordern möchten, dann geht es nicht, weil dann ist ein utopischer Preis. Ein total utopischer Preis. Das macht dann überhaupt keinen Spaß, darüber zu, ja, ist weg. Scarif zum Beispiel kostet jetzt 50 65 Euro. Auch hier die Figuren, die ich vorhin so gezeigt habe, habe ich jetzt gerade mal so während der Sendung noch mal eben kurz eruiert, mir nachgeschaut. Das sind die Preise explodiert. Ne? Von 29,95 auf 69,95 zum Beispiel. Oder BBA, den ich vorhin so süffisant in die Hand genommen habe, den gab es zwischendurch für 39,95. Jetzt kostet er wieder 69,95. Wie er rausgekommen? Wie er rausgekommen kam, er 129,95. Ja, wie gesagt, hier gibt es ja auch einige Sachen, die 200, 300, 400, 500 Euro gekostet haben. Jetzt mittlerweile kosten sie 16,95, 29,95, weil natürlich die großen Größen über Amazon das raushauen. Die wollen das ja verkaufen. Wir wollen es ja nicht verkaufen, wir wollen es ja nutzen. Für einen Club wollen wir es nutzen. Wir wollen das auch nur in gute Hände geben, wo man weiß, das ist ein Fan. Auch ein jugendlicher Fan oder unser einziger junger Fan, 9 Jahre alt, der Marcel, der das natürlich für wenig Geld bekommt, ist es klar. Wir wissen aber, er freut sich. Ja, er freut sich, hat die Figur und uns macht es auch Freude zu sehen, dass wir da so einen jungen Fan glücklich gemacht haben. Und dafür wird ja auch die Sendung gemacht, auch die Verkaufssendung. Das ist an sich das, was an sich im Jahre 2027 ja sein soll. Weil 2024 hat ja Walt Disney was Gewaltiges vor. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, aber 2024 hat Walt Disney eine ganz große Geschichte vor, was da mit so einer Foundation-Geschichte. Und meiner einer hat halt 2027 vor, sich zu verabschieden, 50 Jahre Star Wars. Ob dann 2027 auch ein Film kommt, weiß man nicht. Ob Star Wars beziehungsweise die verantwortlichen Lucas diesbezüglich da auch was machen, 50 Jahre. Ne? Wie jetzt 50 Jahre Trekkie war, 2016. Also so dolle war das da nicht. Also die Trekkies haben da nicht so eine tolle Geschichte, wie wir die haben mit Star Wars. So, die Sendung ist zu Ende. Wie gesagt, einige Stücke werden rausgeschnitten, separiert und die bekommt jemand und derjenige, welche, wer uns das dann, wie gesagt, herstellt, der also diese Cosplay-Geschichte herstellt, der uns also diese Figur herstellt, der uns also diesen Rivan so herstellt, wie wir ihn haben wollen, beziehungsweise wie ich ihn haben will, weil ich ihn tragen möchte. Und wie gesagt, die Helme könnt ihr euch kaufen für die 3D-Geschichte, also mit Brille, ihr habt viel Platz in diesen Helmen. Ihr könnt als Stormtrooper ins Kino gehen, ihr könnt als Darth Vader mit jedem Helm könnt ihr da irgendwie rein. Wer jetzt nicht unbedingt in ein Vollkostüm ins Kino einlaufen möchte, könnte dann, wie gesagt, halt mit diesem Helm einlaufen. Ja, wer Lust hat, wir treffen uns, wir haben ein eigenes Kino. Wie gesagt, ich habe das schon mal angeboten. Wir haben mehrere Kinos, darüber müsste man dann unterhalten.
Die Preise sind also geringer dann, wie wenn man einzeln irgendwo reingeht. Wir würden dann als komplette Einheit dann ins Kino gehen. Wäre nicht schlecht, wenn so 1200, 1600, wäre natürlich der größte, alle in Kostüm dort wären und diesen Film gucken würden. Vielleicht klappt es ja bei E9. Bei E8 in 6 Monaten weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ihr auf meine Videos reagiert. Ich weiß nicht, wie ihr auf die Sendung reagiert. Wie gesagt, den Spannungsbogen versuche ich ja da reinzubauen, dass ihr Lust habt, die Sendung zu sehen und auch somit die Informationen mitbekommt, die ich da auf den Weg bringe. Ja, das war's. Das war die Sendung. Und schaltet am 19.06. ein, wenn ich meinen eigenen Geburtstag hier feiern werde. Man hat mir versprochen, dass die Ware also einkommt. Gut, da stand auch plötzlich 22. Da hätte ich Pech, wenn die Ware am 22. erst kommen würde. Aber wenn ich großes Glück habe, kommt die Ware. Und wenn die Ware kommt, kann man dann wunderbar eine schöne Sendung machen am 19.06. Und ja, und dann stelle ich die Ware vor. Und auch für denjenigen, welchen in Hamburg, der da eine gewisse Figur haben wollte, Antilles, General Antilles, müssen wir mal gucken mit dem Preis. Müssen wir uns vorher drüber unterhalten. So, die Glocken läuten. Das heißt also Feierabend. Jetzt habe ich auch Hunger. Jetzt mal wieder essen. Und dann werde ich mich gleich den Rebels zusenden. Um 20.15 Uhr am 17.06. Rebels im Disney Channel. Ja, dann wisst ihr auch, wann die Sendung hergestellt und gemacht wurde.